freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen gedenken darf, dem Herrn Wilhelm Fuchs. Und ich möchte Sie gerne auf einen kleinen Ausflug weg aus Liesing mitnehmen in den ersten Bezirk auf den Judenplatz. Sie finden dort ein Gedenk- und Mahnmal. Was ganz interessant ist, es ist eine Bibliothek, die verschlossen ist, die gar nicht mehr betretbar ist, und das soll zeigen, dass die Bücher, die da drinnen aufzufinden sind, gar nicht mehr lesbar sind. Von außen kann man die Seiten erkennen, so als wären die Wände dieser Bibliothek durchsichtig. Rachel Whitehead, die Künstlerin, die dieses Mahnmal gestaltet hat, wollte damit sagen, dass viele Biografien nicht mehr lesbar sind, dass viele Schicksale der jüdischen Opfer des Holocausts nicht mehr griffbereit sind. Und um ein solches Schicksal geht es auch heute. Wir wissen nicht viel von Herrn Ernst Fuchs. Er ist geboren am 11.11.1871. Er ist am 23.10.1942 nach Lodz deportiert worden. Und er ist gestorben am 24. April 1942. Versuchen wir ein bisschen von seinem Schicksal anzukratzen. Die Deportation von Juden nach Lodz hat in einer sehr kurzen Zeit stattgefunden. Und zwar vom 15. Oktober bis zum 2.11. sind 1942 sind 5.000 Personen deportiert worden. Davon waren rund 80% älter wie 45 Jahre. Rund 40% waren älter wie 60 Jahre. Und sogar rund 10% waren schon älter wie 70 Jahre. Dazu hat auch unser Herr Fuchs gehört. Er ist mit nahezu 70 Jahren nach Lodz verschleppt worden. Von dieser Gruppe von 5.000 Personen haben im Mai 1942 nur noch 615 Menschen gelebt. Auch unser Herr Fuchs war in dieser Zeit schon verstorben. Das Ghetto in Lodz wurde 1944 aufgelöst. Am 23.01.1945 ist Auschwitz befreit worden. Viele von den Menschen im Lodzer Ghetto sind nach verschiedenen KZs verschleppt worden. Nach der Befreiung hat es insgesamt nur mehr 34 Überlebende von diesen 5.000 verschleppten jüdischen Wienern gegeben. Es ist unglaublich.